Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es schneit verflucht noch eins. Hätte ich eigentlich den Vormittag frei, muss aber jetzt trotzdem arbeiten kommen, weil es nicht anders geht. Und ich könnte gerade dezent im Strahl kotzen. Meine Kollegin hat keinen Kaffee gekocht. Ich weiß nicht, warum sie mich so hasst. Entkoffeiniert? Entkoffeiniert? Wollt ihr mich verarschen? Okay, habe ich halt den ganzen Tag scheiß Laune. Jetzt war ich gerade arbeiten und jetzt muss ich kurz im Bürgeramt meinen neuen Perso abholen. Jetzt ist es auch noch am Flocken, wie verrückt. Und ich dachte, der Frühling kommt endlich. Ach, falsch gedacht, ne? Oh Leute, das tut mir echt so leid, dass ich nicht genug Zeit habe, um ein normales Video zu machen. Normales Video. Aber es ist gerade wirklich so stressig, gerade auf der Arbeit. Wir haben eine neue Chefin, die ist irgendwie so ein bisschen unfähig. Und ja, deshalb müssen wir da so ein bisschen ran. Und ja, deshalb tut mir das leid. Ich hoffe, das wird bald besser. Lasst uns beten. Und ja, jetzt gehe ich erstmal meinen Perso holen. Ja toll, sieht schon voll aus. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Wenn man sein Perso abholt, kriegt man wohl so eine spezielle Nummer und da muss man nicht so lange warten. Sehr gut, jetzt gehe ich noch kurz was essen, weil ich nämlich Hunger habe. Ich habe heute nur ein Milchreis gegessen und das ist nicht viel. Warum muss das jetzt so schneien? Ich habe keine Lust auf Schnee. Ich habe heute übrigens roten Lippenstift drauf, weil ich heute Morgen einen blöden Fehler gemacht habe und einen roten Lip-Tint, danke nochmal Fluffy Chaotica, benutzt habe. Und der hat meine Lippen so eingefärbt, dass jetzt nur noch in der Mitte was übrig war. Und das sah aus, als hätte ich irgendein Tier gefressen. Und deshalb musste ich jetzt meine Lippen komplett rot malen. Jetzt stehe ich hier bei Real in meiner Lieblingsabteilung und meine allerliebsten Lieblingschips sind im Angebot. Oh Gott. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer die kennt. Oh mein Gott, ich habe sie vor ein paar Monaten für mich entdeckt und es sind einfach die besten Chips on Earth. Das ist voll witzig, hier arbeitet ein Junge bei Real, der heißt mit Nachnamen Quadocus. Diesen Namen werde ich nie vergessen, weil ich dann immer an Alfred Hidokus Quack denken muss. Crazy. Das finde ich auch mega bescheuert. Hashtag genderless. Ja, damit kommt ihr jetzt. Das ist eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit so oder sollte so sein. Trottel. Diese Isadora-Marke von Douglas habe ich auch irgendwie nie verstanden. Ich habe da nie was gekauft. Kennt ihr da was von? Könnt ihr was davon empfehlen? Da guckt ihr mir schon von Dior diese neue Forever Undercover Foundation. Die interessiert mich ja auch, obwohl die Full Coverage ist. Was ich ja nicht brauche, aber ich finde die schon interessant. Swatchen wir den Spaß mal. Ich habe die Farbe 010. Oh Gott, die ist rosa. Nee, die ist rosa stichig. Nee, die hellste Farbe ist rosa stichig. Wenn man dann noch bedenkt, dass sie noch nachdunkeln wird, höchstwahrscheinlich, wird das nicht funktionieren. Nope. Habe ich schon gesagt, dass dieses Wetter mich nervt. Da kann mich nur TK Maxx aufheitern. Bei TK Maxx haben die momentan aber auch leider nur Scheiße. Also in meinem zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir gibt es so gut wie keine Auswahl. Also nach Weihnachten ist echt immer totale Ebbe. Da ist gar nichts mehr da. Bei den Kerzen bin ich jetzt auch nicht wirklich fündig geworden. Die hier ist ganz schön Nourishing Sheer. Die ist sehr schön süßlich, cremig. Und ansonsten sind wir alle zu floral. Und nö. Hier bei Müller gibt es schon den neuen Dior Girl, Poison Girl Unexpected. Wollen wir mal gucken, wie unexpected der riecht. Geh ab, du Scheißdeckel. Ach so, kein Wunder, dass ich es nicht abbekommen habe. Das ist ein Rollerball. Auch interesting. Ja, der riecht jetzt nicht anders, also nicht viel anders als Poison Girl. Naja, ist halt wieder so ein Abkömmling, ne? Also ist wie auch mal Geldmacherei, immer so eine Scheiße. Ich trage übrigens gerade einen Lippenstift von Maybelline. Ich kann euch aber gerade nicht sagen, welche Farbe das ist, weil die den hier bei Müller nicht haben. Ich muss gleich mal bei Rossmann gucken. Aber die Farbe ist so schön. Ich liebe den. Und den Lippenstift von Dior hat X Karenina letztens auf Instagram gezeigt. Also auf ihrem Bild hätte der mich angefixt. Aber so wie der jetzt hier ist, der sieht mir ein bisschen zu movig aus. Also so gefällt der mir nicht. Den kann ich euch auch sehr empfehlen, wenn ihr auf holzige, süßliche Düfte steht. Katy Perry's Indie. Ja, wer hätte es gedacht, die gute Katie hat einen sehr guten Duft rausgebracht, der ist auch neu. 11,95 € und der ist wirklich toll, also der riecht wirklich wie so ein Nischenduft. Leute, also, das in der Drogerie, wer hätte das gedacht? Ach, ich finde die Flakons ja schon hübsch, ne? Die sind ja echt süß gemacht von Marc Jacobs, aber ich kann die Düfte nicht mehr tragen. Ich habe die vor 5-6 Jahren getragen, also vor allem dieses Daisy Oh So Fresh, das mochte ich sehr. Aber irgendwann konnte ich den nicht mehr riechen, weil den so viele getragen haben und mittlerweile kann ich gar keine Marc Jacobs Düfte mehr ab. Viele empfehlen mir auch immer den Decadence oder Decadence von Marc Jacobs. Kann ich auch nicht. Also Marc Jacobs Düfte sind für mich der Feind. Okay, ich glaube der Winter ist zurück. So ein bisschen, a little bit. Winter's coming, winter's here.
fuck. Ich bin Frühling. Und jetzt debattiere ich gerade mit mir, was ich mir zu essen hole. Ich hätte ja voll Bock auf Döner, aber das kann ich meinen Kunden nicht antun. Deshalb hole ich mir jetzt, glaube ich, ich hole eine Pommes. Ich habe Bock auf Pommes. Siehst du, man muss nur mit den richtigen Menschen flirten. Der hat mir jetzt die Soße und Mayo umsonst gegeben. Voll cool. Oh mein Gott, wie drücke ich euch aus, wie diese Pommes schmecken? Diese Pommes würde ich glatt als Wichsvorlage nehmen, wenn ich wichsen könnte. So würde ich es beschreiben. Oh, Porno. Das ist übrigens der Lippenstift, den ich heute trage von Maybelline, den Color Drama in der Farbe. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? 520, light it up. Ich kann euch den Duschschaum von Isana Made übrigens sehr empfehlen. Ich bin damit super zufrieden. Ich benutze den fürs Gesicht und der funktioniert 1A. Ja, die Scheiße haben sie sich aber auch alle von diesen Kylie Lip Kits abgeguckt, ne? Hier Rival de Loop, Matte Couture Lip Kits mit Lip Liner und Lippenstift oder Liquid Lipstick. Wie niedlich. Nee, bei Rossmann wird es heute nur der Isana Sensitiv Rasierschaum, damit meine Beine nicht aussehen wie die eines Brauereigauls. Ich habe mir noch eine Schokolade mitgenommen bei Rossmann. Schoko Brownie habe ich noch nicht probiert. Wir machen jetzt live den Taste Test. Okay, Urteil, sie wird den restlichen Tag nicht überleben. Das ist dann übrigens mein neuer Ausweis. Diese Beule, ey, scheiße. Aber es ist eine hundertfache Verbesserung zu meinem alten Bild. Und ja, ich heiße eigentlich Anke, für die, die es nicht wussten. Und, oh mein Gott, der ist bis 2028 gültig. Das bedeutet, ich bin fast 40, wenn ich den nächsten beantrage. Das stimmt mich nachdenklich. Mein Feierabend hat sich gerade derartig verzögert. Wir haben so ein Zählbrett, wo wir das ganze Kleingeld drauf sortieren. Und ja, die ganze Scheiße ist runtergefallen. Das war aber meine Schuld, das ist das, was mich besonders ärgert. Das war meine eigene Dummheit und ich durfte jetzt auf den Knien rumrutschen und das Kleingeld einsammeln. Jetzt bin ich noch bei Real, aka meinem zweiten Zuhause. Die hatten den Milchreis nicht mehr in Schokolade. Voll blöd, jetzt muss ich gebrannte Mandeln nehmen, ist auch gut. Und Kinder Maxi King. Hashtag healthy. Boah, da hinten im Gang sind gerade voll die Assis. Die eine hat die andere gefragt, kaufst du mir eine Capri-Sonne? Und die andere dann, ne, garantiert nicht. Und dann die andere wieder, boah, du bist voll eklig zu mir. I love it. Ein kleines Winter Wonderland. Jetzt bleibt der Schnee doch liegen. Das ist schön. Ja, ja, das finde ich schön. Das finde ich wieder. Oh, guck hier. Wer tritt auch gerne in neuen Schnee? Hihi. Und der glitzert auch noch so schön. Also jetzt bei Nacht, in Anführungsstrichen, ist das richtig schön. Richtig friedlich und ruhig. So winterlich und schön, aber sehr, sehr kalt. Boah, ich friere so sehr. Hinterlass mir noch eine positive Nachricht bei einem Fremden. Tschüss. Und da ich innerlich noch 12 bin, ach, guck mal, wie beautiful. So viel Schnee. Aber der wird auch schnell wieder schmelzen, weil ich glaube, der ist zu nass. Und oh, war trotzdem so schön. Guck, so hübsch. Naja, hiermit verabschiede ich mich auch wieder aus diesem mehr schlecht als rechtem Vlog. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wie gesagt, ich versuche es zu filmen, aber ich habe halt so wenig Zeit. Aber die Leier kennt ihr ja mittlerweile. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, das muss ich noch filmen. Der knackt richtig schön beim Laufen.